Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde Serious Sam 4 im Stream auf Twitch. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch auf YouTube bei einer neuen Folge oder bei neuen Folgen von Serious Sam 4. Ja, wir legen hier auch gleich weiter los, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So wie es aussieht, kommen wir zu einem Riesenportal, in dem sich, ja, entscheidet, wie der Kampf zwischen der Menschheit und den Monstern hier ausgeht. Mantles Armee. Und ja, stürzen wir uns mal weiter ins Getümmel, würde ich sagen. Da liegt schon wieder ein Haufen Zeug rum, ja. Das sieht mir so danach aus, als würden wir hier auch wieder sehr viele, ja, Bösewichte umnieten müssen. Okay, da kommen sie schon, die Bösewichte. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Wir haben ja letztes Mal hier auch unseren Todesstrahl probiert. Würde ich sagen, machen wir hier auch gleich mal weiter. Oh, das ging schnell. Oh. Ich muss mal den sicheren Weg nehmen. Hallo Aya, herzlich willkommen bei mir im kleinen Baller-Stream heute Mittag. Oh oh, oh oh, jetzt war ich am Rand, das war nicht so gut. Oh Mist, oh Mist. Jetzt habe ich wieder ganz schlechte Karten. Ach du Schande. Oh je, alles klar. Ah, dann nochmal. Nee, Aya, ich hab's noch nicht durch, leider. Aber ich stehe kurz vorm Ende, so wie es aussieht. Lange kann's nicht mehr dauern. Sieht mal so aus, als würden wir uns dem Endkampf nähern. Schauen wir mal, ob's auch wirklich so ist. Schön, dass du vorbeischaust. Ich hoffe, du hattest bis jetzt einen angenehmen Tag. Ich probier's mal auf Distanz mit den großen Kanonenkugeln hier. Ich glaube, das ist nicht so erfolgreich. Wo haben wir denn unsere Railgun? Gatling Gun. Oh oh. Ja, was ich danach zocke, mal sehen. Keine Ahnung. Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht was Gemütliches, ich habe dann erstmal genug von Action. Weil ich glaube, Serious Sam 4 hat ziemlich viel Action für die nächste Zeit drin. Da kann man auch mal was Gemütlicheres dann, denke ich, noch spielen. Oh oh. Ach du Schande. Oh ne, jetzt kommt die schon wieder. So, dann machen wir das so. Oh 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 oh. Ganz schlechte Idee. Das war... Ja, das war wieder eine schlechte Idee. Ah, ich musste irgendwie... Oh, zum Glück
Ah, wo hat er mich abgesetzt? Dieser Save Point war etwas unglücklich gewählt. Alter. Was? Ich bin verwirrt. Ja, komm. Alles klar. Ja, doch, ich hab noch was. Horror würde ich mal spielen. Also ich bin momentan auch dabei, ein Let's Play aufzunehmen von Amnesia, von dem neuen Rebirth. Aber das habe ich mir für nur YouTube aufgehoben. Das wollte ich eigentlich nicht streamen. Ja, ich habe noch mehrere andere Games. Also vielleicht mal wieder eine Runde Terraria. So ein bisschen gemütlich. Ich bin noch nicht so, naja, wie soll ich sagen, schlüssig, was ich danach spiele. Im Stream zumindest mal. Nee, alles gut. Alles in Ordnung. Ich versuche mich hier mal bei ein paar, ja, Taktiken aus. In den letzten Episoden von Serious Sam bin ich noch viel mehr gestorben. Also da war gar keiner im Stream und da bin ich selbst so oft gestorben. Alles gut. Ah ja. So, dann probieren wir mal das wieder. So. Ah, das hätte fast geklappt. Der setzt mich hier immer so ungünstig ab hier. Leider haben wir letztes Mal einen Haufen von den Gadgets verloren. Halt, ich wollte ja hier. So, den wollte ich. Ja, manchmal ist es ein bisschen frustrierend, da gebe ich dir zu, da habe ich ab und zu auch keinen Nerv mehr dafür. Aber das soll ja Spaß machen, ich mache mir da gar keinen Stress. Wenn es dann halt 100 Mal ist, wo ich hier neu starte, egal. Die Lernkurve, die geht irgendwann nach oben und dann passt es eigentlich wieder. Und hier ist es ja im Prinzip vorprogrammiert, da das Action das sowieso auf Action ausgelegt ist, ist es ja kein Thema. Also normal. Ich bin ja jetzt nicht so der Pro-Gamer, es ist ja einfach nur so ein bisschen so, ein bisschen geballert zum Abschalten. So, oh, was ist jetzt los hier? Ruckel, ruckel, was ist los? Ah, jetzt. Wow. Oh ne, schon wieder am Rand. Am Rand ist immer schlecht, am Rand ist immer schlecht. Aber das hat mir jetzt ein bisschen besser ausgesehen. Aber der Save Point hier ist echt blöd gewählt. Nee, aber ich freue mich auch wieder auf ein bisschen was Gemütlicheres im Stream zu spielen. Wie gesagt, das ist hier jetzt Action genug für die nächste Zeit. Also
Oh. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Irgendwie kriege ich die doch mit Sicherheit noch gebändigt. Ich mache das mal so. Hier ein bisschen Wutze herum. Wutze herum bringt eigentlich auch ein bisschen was. So, jetzt sollen sie mal kommen. So, ich glaube, das reicht noch nicht. Nochmal, bitte. Ja, alles gut. Oh, jetzt hat er mir nochmal einen anderen Speicherpunkt gegeben. Der ist nochmal blöder. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist echt schlimm. Ich glaube, das sieht im Stream natürlich immer super aus. Failing am laufenden Band. Ah, fast. Ich glaube, wir haben es bald. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich laufe den natürlich immer voll vor die Hörner. Das Problem ist, die kommen von allen Seiten momentan. Bei diesem Speicherpunkt, na, hat man gerade gesehen, da kommen sie wirklich von überall her. Das war jetzt schlecht. Ich wollte eigentlich den hier haben. Ja. Qualitätsstream sieht anders aus. Aber ich nehme es mit Humor. Alles gut. Ja, vielen Dank. So, Spielstand wählen, letzten Spielstand laden. Ja, bitte. Ich konnte jetzt nicht rennen, ich weiß nicht warum. Ja, das ist ein bisschen frustrierend, aber wir kriegen es hin. So. Ich muss sie einfach hinter mir herziehen, dass sie in einer Reihe hinter mir laufen und dann nur noch draufhalten. So. Ah, das ist gut. Wenn ich dir ein bisschen Unterhaltung geben kann, auch wenn es nicht so berauschend gerade ist. Aber dann freut mich das wenigstens. Dann habe ich auch ein bisschen Unterhaltung. Es leckt mich ein bisschen von der Frustration ab. Das ist ganz gut. Zack, tot. Ich weiß nicht, ich sollte mir mal einen Counter einrichten, wie oft ich hier sterbe. So, wir machen hier das zweite Mal. Bitteschön, Dankeschön. So, dann einmal den. Huch!
Oh, das sah jetzt aber ganz gut aus. So, nochmal bitte. Wenn der mich immer nicht so auf diesen blöden Speicherpunkt setzen wird hier. Ich glaube, ich lasse mich nochmal sterben. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ja, genau. Machen wir es gerade nochmal, aber in die andere Richtung. Jetzt muss ich gerade mal schauen, nicht, dass ich da wieder in die falsche Richtung renne. So, einmal Rüstung bitte. Dann machen wir nochmal den. So, und dann machen wir hier nochmal den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt nur noch die Großen. Wow. Die Großen kriege ich hoffentlich. Moment, Moment, Moment. Dann machen wir das anders. Wir machen das so. Und dann... Huch. Wow. Nein, 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 nein. Hilfe. Hilfe. Ich bräuchte unbedingt Heilung. Die müssen mich nur noch anhusten, bin ich schon wieder tot. Ja. So, jetzt nochmal. Wo hat er mich... Wo hat er mich... Oh, nein! Er hat mich wirklich an dieser doofen Stelle rausgelassen. So, okay. Das war eigentlich ganz gut. Wir machen den. So, dann hatten wir... die Kanonenkugel. So, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Taktik haben wir. Einfach alle hinter uns herziehen und dann einmal in die Reihe durchschießen. Am besten nicht in die Vertiefung, da prallen die Kanonenkugeln ab. So, jetzt haben wir es gleich. Oh. Gerade jetzt gehen mir meine Kanonen aus. Nein! Das gibt's ja nicht. So, nochmal zurück. So, dann machen wir den. Ja, es kommt drauf an, was das Bessere ist. Ich habe die Gatling Gun habe ich natürlich noch. Die ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich hier die Gegner in Reihe wirklich killen kann, dann ist die Kanonenkugel halt am besten, weil die mäht halt alles durch. Oder den Laser-Todesstrahl. Der geht mir aber zu schnell leer. So, einmal Wutserum haben wir noch. So, dann haben wir, wie gesagt, den. Oh. Wenn ich nicht immer die kann, die... Na. Wenn ich nicht immer die Raketen von denen fressen würde, dann würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Bin ich gleich wieder am Ausgangspunkt, was mir aber nicht so gefällt, weil sie dann wieder genau das machen.
sind nur noch eine Handvoll von denen. Ich probiere mal was. Ich habe hier doch noch Leben. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Das bringt mir noch ein bisschen Heilung. Und dementsprechend wieder ein bisschen Galgenfrist. Ah, die dopsen hier so auf. Das ist halt immer schlecht. Oh, der lebt ja noch. Na? Na, na, na? Wir werden es doch nicht wirklich geschafft haben. Na, na? Jetzt bloß nicht in die Raketen reinrennen und keine Leichtsinnsfehler machen. Ich halte jetzt nur noch drauf, hier liegt so viel Munition rum, einfach mal draufhalten. Hallo, Echo? Nee, ich glaub's ja nicht, wir haben's geschafft. Was war da jetzt bitte so schwer? Vielen Dank, es hat mir sehr geholfen, deine Unterstützung, muss ich schon sagen. Nee, ist wirklich so. Also, die mentale Unterstützung, die macht schon was aus. Und du warst live dabei. Super. Ich freue mich. Aber wie auf einmal von jetzt auf nachher die Kampfmusik aus war, da fühlt man sich so ein bisschen, hallo? Gibt's noch was? Ja, ich auch. Da bin ich auch froh, endlich. Aber wenn das jetzt schon nicht der Endkampf war, wie wird denn dann der Endkampf? Oh mein Gott, ich will gar nicht dran denken. Ja, wenn ich halt wieder so ultimative Geheimwaffen hätte. So durch die ganze Kampagne haben wir immer mal so Geheimwaffen gefunden, wie so schwarze Löcher oder wo man haben werfen können. Die haben dann sämtliche Gegner aufgesaugt. Aber durch das, dass wir letztes Mal gefangen wurden und festgehalten wurden, sind uns alle Waffen abgenommen worden und auch diese ganzen Spezialwaffen. Ich hatte auch eine Mini-Atombombe, die habe ich mir eigentlich alle aufgespart und die sind jetzt alle weg. Aber das wusste ich natürlich vorher nicht, dass das so kommt. Bitte? Oh nein, jetzt geht's mit denen weiter. Naja, vielleicht ist es ja wirklich der Endkampf schon in Etappen, das kann ja sein. Wer schießt denn hier diese Lenkraketen? Das ist ja fies. Wow. Also das ist ja wirklich fies. Ja, auf jeden Fall speichern. Will ich noch machen. Ich komme gerade mehr dazu. So, jetzt. Speichern auf jeden Fall. Oh. Danke für den Tipp. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt beim Spiel war. Oh nein, da kommen sie schon wieder.
Die Claire-Skelette, die sind auch nervig. Einfach mal mit Kanonenkugeln auf Skelette schießen. Wer kennt's nicht? Das sind ja diese komischen fliegenden Metallwürmer. Die schießen die Raketen. Kriege ich da die mit dem Raketenwerfer anvisiert? Mal schauen. Oh ja, Tatsache. Oh nein. Habe ich noch von denen? Ja. Oh nein, das war jetzt wieder voll in die Fresse. So. Boah. Was ist da los? Ich kann nichts mehr. Oh nein, jetzt kommt die auch noch. Soll das ein Witz sein? Ja, ich glaube auch, dass es der Endkampf ist. Das ist ja Wahnsinn momentan, was hier abgeht. Ah, so. Ah ja, vielen Dank für deinen Tipp mit dem Speichern. Ich wäre jetzt richtig frustriert gewesen, wenn ich nochmal von vorne hätte anfangen müssen. Aber hey. So ein bisschen Nervenkitzel muss schon sein. Oh, was wollen die jetzt schon wieder? Stimmt, da war ja was. Wow. Okay, wenn der Raketenschwarm kommt, einfach mal mit einer Kanone reinhalten, dann explodieren sie alle. Dann probieren wir mal von weitem nochmal den Raketenwerfer aus. Ja, so. Diese martialische Musik passt richtig dazu momentan. Oh, da sind nur noch 6 Kanonenkugeln. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich muss noch schnell. Oh nein. So. Oh nein, das sind ja die halten Kugeln aus. Schnell weg. So. Das ist jetzt schlecht. Jetzt renne ich wieder hinten vor denen weg. Mist. Nein, ich bin stecken geblieben. Oh.
Nein! Ah, das waren die Raketen. Das gibt's ja nicht. Oh, wie ärgerlich. Oh nee. Oh nee. Ah, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Ich müsste von weitem die ganzen Raketen, ja, wie soll ich sagen, diese fliegenden Metallwürmer zerstören. Aber da kommen ja immer die hier in die Quere. Na toll. Voll in die Kette reingerannt. So, jetzt. Raketenwerfer. Egal, alles was geht. In der Hoffnung, dass sie mir nicht die Raketen zerschießen. Jetzt kommen die Großen wieder. Ich brauche Raketen. Meine Raketen sind leer. Alles verballert. So, dann machen wir mal was anderes. Oh shit. Keine Gatling Gun mehr. Moment, 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 Moment. Haben wir gleich. Das Problem ist, sobald ich hier an der Stelle bin, dann kommen die und hauen mit ihrem komischen Hammer auf mich. Und dann war es das schon wieder für mich. Wie kann ich denen entgegenwirken? Wie kann ich das machen? Ich sollte mir den Todesstrahl auf jeden Fall noch aufheben. Da wäre jetzt so ein schwarzes Loch nicht verkehrt. Welche waren das? Hier. So, auf jeden Fall den wieder. Alles, was geht. Alles, was geht. Und speichern. Ja, bitte. So. Ich speichere jetzt jedes Mal. Egal wie klein das ist, der kleine Erfolg. Immer speichern. Genau. Sehr guter Tipp auf jeden Fall.
Jetzt muss ich mich mal um die kümmern. Die kommen jetzt zu nah. Ja, da geht einer zugrunde. Sehr gut. So, jetzt muss ich weg. Oh, natürlich wieder voll in die Fresse. Na, guckt euch das an. Ah. Oh, nee, voll in die Fresse. Aber wir haben ja... Hey, da habe ich nicht gespeichert. Da habe ich nicht gespeichert. Moment. Das war hier. Den habe ich gespeichert. Nee. Da, hä? Hä? Ich habe doch gespeichert. Jetzt wo? Moment, das will ich jetzt genau sehen. Ich habe gespeichert. 13.57 Uhr. Das ist doch das hier. Ja, bitte. Hä, wie unfair. Ah, das ist jetzt unfair. Oh, oh, da kommen sie wieder. So. Jetzt machen wir Folgendes. Selbe wie vorhin, weil die Taktik war eigentlich ganz gut. Weil die schießen von weitem, die tun mir dermaßen viel Schaden machen, wenn sie mich treffen. Da habe ich dann nie Acht drauf. Kommen wieder die Großen. Ah, super. Oh, jetzt wollte ich gerade Waffenwechsel machen. So, Spielstand wählen. Jetzt probieren wir das gerade nochmal. So, bitte laden. Nein, hat er wirklich nicht genommen. Das ist echt ärgerlich. Dann machen wir hier halt nochmal den. Also ich kann mich noch an Zeiten von Serious Sam 1 erinnern. Das habe ich ja auch gespielt. Bis was weiß ich wie lang. 100 Mal durchgespielt mit Sicherheit. Also es hat von seiner
Action nix eingebüßt. Da habe ich auch so Momente drin gehabt, wo ich absolut nicht weitergekommen bin, aber ich habe mich so dermaßen dran verbissen. Also ich weiß nicht, ob man es kennt von Spielen wie hier, was ist es, Dark Souls. Da stirbt man ja auch am laufenden Band, aber das motiviert ja weiter, bis man weiterkommt. Und so irgendwie habe ich das Gefühl, ist hier auch gerade momentan für mich. So, jetzt machen wir nochmal speichern mittendrin. So, das hier. Speichern. Ja. Hat das? 14.13 Uhr. Oder? Speichern. Machen wir nochmal. Jetzt kommt die schon wieder. So, nochmal speichern. Was ist aufregend? Boah, ernsthaft? Den. Ne, nie im Leben. Ich brauche unbedingt Heilung.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nur noch wegrennen. Ich renn weg. Ist mir egal. den hier. Da vorne liegt noch Heilung. Jetzt aber. Noch mehr Heilung. Bitte. Sag mir, dass hier noch mehr Heilung liegt. Den? Nee, was hab ich denn? Wo ist denn? Hier. Aber ich hab mal 100 Energie, das ist doch super. Wer hat jetzt hier bitte Raketen? Ah, nee, die schon wieder. So. Aber ich hab sie. Nochmal. Alles, was geht, speichern. Oh Mann. So, jetzt. Dieser Ton wie ein Schrei im Hintergrund. Kannst du zurücklaufen? Ja, es war eine gute Idee, zurückzulaufen, auf jeden Fall. Alter, das gibt's ja nicht hier. Was hier ist hier bitteschön los? So, Raketen brauche ich auf jeden Fall. Jetzt, wo ich schon die Chance habe, werde ich von Weitem die komischen Flugwürmer vom Himmel holen, auf jeden Fall. Die nerven am meisten momentan. Weil die sind so unscheinbar im Hintergrund und schießen aber permanent. So, ja, Konzentration. Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Da hast du recht. Nein, echt? Wir haben ihn. So, und jetzt wieder keine Musik von jetzt auf nachher, als wäre nichts gewesen. Oh, ich sag's dir. Meine Nerven. Also sowas hatte ich schon lange nicht mehr in dem Spiel. Muss ich dir wirklich sagen. Beziehungsweise euch, auch auf YouTube. Aber ist ja schön, wenn ihr mit mir mitfiebern könnt. So, was haben wir denn da hinten jetzt? Ich sammle jetzt alles ein, was hier rumliegt. Lieber ein bisschen genauer sich umschauen, alles Mögliche mitnehmen, was noch geht, bevor wir hier weiterlaufen und wieder in irgendeinen Hinterhalt kommen und wir keine Munition mehr haben. So, und der hätte ich mehr Munition lieber. So, jetzt haben wir hier gerade so einen ruhigen Punkt, da speichere ich jetzt aber mal ab. So. So, und sonst alles gut. Also Raketen gibt es hier im Überfluss. Das ist schon mal nicht schlecht. Strom für die... fürs Lasergewehr. Ja, auf jeden Fall speichern.
gewöhne ich mir auf jeden Fall wieder an. Speichern, wann es nur geht. Ja, Energie sammeln. So, aufmunitionieren, Energie tanken, Rüstung einsammeln, alles was hier rumliegt, egal. Hauptsache, wir haben hier wieder einigermaßen volle Energie und volle Munition. So. Also Gatling-Munition liegt ja hier ein Haufen rum. So, in dem Portal kommen wir immer näher. So, speichern. Ja. So, okay, jetzt speichert er von selbst. Autospeichern. Wie lange habe ich jetzt hier verbracht? Oh, fast 50 Minuten nur mit diesem Kampf hier. Wahnsinn. Boah.